Hey Leute, und willkommen zurück zu Super Dragon Ball Heroes. Wir haben ja gesagt, wir versuchen es mal, dass wir alle unwichtigen Sachen aus den Videos rausschneiden. Also die ganzen Kämpfe, die nicht storyrelevant sind, wo nichts geredet wird und so weiter. Alles raus. Und wie ihr seht, hier bin ich jetzt nun beim Bossfight bei Super C13. Ein Super Bosskampf gucken wir uns natürlich an, Leute. Und dann mal schauen, was die Story so weiter für uns bringt in Kapitel 4. Und ich hoffe, mit diesem Schnitt, also dass wir nur mehr spannende Sachen im Video haben, können wir das Let's Play hier auch zu Ende bringen. Denn ich will schon gerne mit euch das Ende vom Story-Modus sehen. Also Leute, los geht's heute mit dem Super C13 Bosskampf. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Ich habe drauf gedrückt. Los geht's. Laden, laden, laden. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Komm. Okay. Es geht wirklich weiter. Ah, sehr schön. Sieht so aus, als wärst nur du übrig. Du willst, dass wir dich gehen lassen? Was? Ihr glaubt, ihr hättet gewonnen? Ihr Idioten. Ja, komm, Verwandlung, Verwandlung. Nice. Und genau sowas will ich auf jeden Fall nicht verpassen mit euch. Oh ja, Baby. Super C13. Das ist cool. Hey, einen Moment. Das ist nicht fair. Oh ja, stimmt. Ich hatte fast vergessen, dass er das kann. Ja, ich auch. Ich auch. Er kann vielleicht fusionieren, aber wir haben dafür ein ganzes Team. Ganz genau. Machen wir diesen Typen gemeinsam fertig. Und ja, Leute, das wollen wir machen. Wir wollen diesen Boss hier gemeinsam fertig machen. Also wir spielen mit unserem Team, damit wir es auch schnell über die Bühne bringen. Denn mit der Macht des Daishinkan sollten wir ihn natürlich wieder in Runde 2 auslöschen. Uns geht es ja, wie gesagt, hauptsächlich darum, dass wir die Story durchspielen. Ne? Dass wir die Story hören. Was passiert so alles? Ne? Ja, Energie nehmen wir mit sogar. Was passiert noch in der Story? Wie geht es weiter? Wie endet die Story? Viele haben gesagt, Rabbit, du musst es zu Ende spielen. Das Ende ist so geil und so weiter und so weiter. Das müssen wir uns einfach ansehen, ganz einfach, ne? Und deswegen, Leute, kämpfen wir jetzt gegen Super C13, um eben in der Story weiterzukommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, er sieht schon cool aus. Er sieht cool aus. Ja, wir wollen jetzt versuchen natürlich wieder. Was ist das neu? Also, hey, warum zeigt er mir das? Erhalte bei AE Siegen mehr Porunga Super Dragon Ball. Also, das kennen wir doch schon. Warum zeigt er mir das denn? Das wissen wir doch schon mit den Porunga Dragon Balls. Das ist jetzt nichts Neues. Und jetzt gucken wir mal, Leute, ob wir es weiterhin mit unserer Taktik schaffen, ihn jetzt erstmal mit Cell auszubremsen, der ja nur 1000 Damage erleiden kann. Und dann versuchen, All-In zu gehen, ob das mit dem möglich ist. Er hat mich halt 50.000 Kampfkraft, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und er greift mehrmals an. Das heißt, er greift 2 bis 5 Mal an. Und ich hoffe, mein AE-Timing ist noch irgendwie okay. Weil, ja, es... Puh, dieses Knöpfchen, ne? Dieses Knöpfchen. Oh Gott. Ne. Ach, zu langsam. Fuck. Egal, wir leiden nur 1000 Damage. Nicht so tragisch. Okay, greift 2 Mal an. Ah, er hat den Balken erhöht. Ah. Komm, komm. Ah, Mist. Aber jetzt greifen wir zurück an. Unserem Cell, der zittert. Okay, auch hier ist der Balken erhöht. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, geht doch. Geht doch. Und wir kriegen einen Super Dragon Ball. Sehr schön. Und Verfolgerangriff. Bisschen extra Damage. Naja, geht so. Geht so. Natürlich nutzen wir unseren Super Saiyan 4. Das Medaillon. Und wir beten, Leute, ne? Dass wir mit der Kraft des Daishinkan ihn einfach löschen.
Bin gespannt, ob das funktioniert. 48.000 Leben, ne? Ich wollte es nur mal wiederholen, ne? Geh nicht in den Riesenmodus. Und gehen all in. Ey, ich bin so gespannt, ne? Reicht die Kraft des Daishinkan, damit wir zuerst angreifen können? Das ist mal die erste Frage. Ja, wir zielen auch auf ihn natürlich. Uff, reicht. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich gespannt, Leute. Wir müssen ihn jetzt in dieser Runde löschen, sonst kriegen wir Probleme. Leider, wie gesagt, erhöht er meinen AE-Balken. Das macht mir jetzt ein bisschen zu schaffen wieder. Oh Gott. Nein, ah. Oh, das ist so schwer, dann genau zu treffen und zu zielen. Ich will auch nie zu früh drücken, ne? Au, 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 au. Wenn ich jetzt nicht treffe, bin ich im Arsch. Ah, oh, ich hasse dieses. Jetzt habe ich extra das dritte Auge mit und dann dieser Scheiß, ne? Ne, viel zu schnell. Ah, oh, komm schon. Ah, oh, das ist so nervig, Leute. Jetzt haben wir 25.000 Damage gemacht. Oh, fuck. Ah, oh, ich hasse diesen Spalken-Erhöht-Dings, ey. Das ist doch einfach nur dumm. Jetzt haben wir Miracle bekommen. Toll. Das hätten wir einmal vorgebracht. Nicht bei ihm ein Miracle, sondern davor. Oh, fuck. Sturmmodus, okay. Ich weiß nicht, wie viel Damage wir raushauen können mit unserem Akamba. Wir können nur beten. Komm, 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 komm. 20.000 Damage gilt es zu dealen. Jetzt noch 17.000. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. 14.000 noch. 1.800. Nein! Oh Gott, zum Glück. Zum Glück ist die Rettung da. Zum Glück werden wir jetzt gerettet. Mit der schönsten Attacke im kompletten Spiel. Die rettet uns gegen Super C13. Oh ja. Sehr schön. Oh, ich liebe diese Attacke, Leute. Ich liebe diese Attacke. Die kann uns auf jeden Fall rausreißen. Ja. Mit der sollte er jetzt K.O. sein. Na, guckt's euch an, ey. Volle Kraft. Das kann nie überleben. Ist doch nicht möglich. Nee. Oh, es ist so cool. Es ist so cool. 30.000 Damage. Was? Okay. Das war mehr als seine halbe Lebensenergie überhaupt hatte. Pff. Super Boss, würde ich mal sagen. Easy abgeschlossen. Dafür hätten uns. Haben wir uns einige Goldtickets verdient. Wenn wir einen Dragon Ball bekommen, 300.000 Punkte. Leck mich fett. Das ist mal eine Ansage. Und. 97 Goldtickets, bitte. Und. Immerhin 2 Goldtickets und 2 blaue. Das ist gar nicht so schlecht. Also das klingt gar nicht mal so schlecht zum Farmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Wenn man das Knöpfchen gut früher trifft, ja. Ja. Kann ich mir das Farmspot auch ein bisschen vorstellen. Aber was hat er nun dazu zu sagen? So ist es recht, Leute. Endlich weiß ich, wie es sich anfühlt, mit einem Team zu kämpfen. Ja, das war Teamwork. Das war ich alleine. Okay, jetzt haben wir Super C13 besiegt. Damit sollte nun das Kapitel enden. Ne? Das ist Bonus und hier geht's weiter. Und wir wollen ja, wie gesagt, straight Story. Also gehen wir natürlich auch in die Story und keine Nebenmission oder irgendwas. Wir wollen das Spiel, den Story-Modus einfach nur durchspielen. Euer Teamwork ist ziemlich beeindruckend. Ich weiß. Danke gleichfalls, ihr zwei seid großartig. Dieser Kerl war definitiv kein Schwächling. Oh. Hey, C18. Werden wir auch so stark, wenn wir uns fusionieren? Tut mir leid, aber ich habe kein Interesse, das rauszufinden. Hey, das war doch nur ein Spaß. Kein Grund, so ernst zu reagieren. Sollte Goku Black uns finden, stecken wir echt in der Tinte. Ja, haut lieber ab, ne? Stimmt, das war genug. Was? Marathon. Aha, es waren genug Marathonkämpfe. Ja, das kannst du laut sagen. Wir müssen uns neu formieren.
Und wir müssen einen Plan schmieden, bevor er auftaucht. Ah, okay. Also der Endboss bleibt weiterhin wohl Coco Black in dem vierten Kapitel, ne? Aber Super C13 war schon mal ganz cool, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Endet damit dieses Kapitel? Yep. Abgeschlossen. Oh, Silas kommt zurück. Oh, das ist cool. Das ist cool. Da habe ich mega Bock drauf, dass er wieder zurückkehrt. Okay, das finde ich geil. Das finde ich geil. Da hab ich Bock. Mal gucken, ob es jetzt gleich mit dem Kampf losgeht, den wir rausschneiden oder mal gucken, ne? Teil 3. Hier sind einfach so viele Kaios. Gibito? Was machen die denn alle hier? Okay, wir werden es jetzt gleich rausfinden, ne, was hier los ist. Hä, was machen die Kaios hier? Okay, jetzt bin ich verwirrt, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Puh, alles klar. Dann mal nachdenken, wie wir Goku Black angehen sollen. Da C13 und die anderen Schrott sind, bleibt nur noch Goku Black übrig. Ja, das stimmt. Also ist er ganz alleine. Das müssen wir ausnutzen. Und ich helfe euch dabei. Ich bin doch jetzt ein Dragon Ball Held. Ja. Das heißt, dass wir mehr Kampfkraft haben, oder? Wir schaffen das. Bob, der Meister. Aber denkt daran, dass auch er verstärkt ist. Und er kann seine Kräfte noch weiter steigern. Ja, er ist ja wie Son Goku, ne? Wir müssen vorsichtig sein. Ja, du hast recht. Ich habe damals nur gegen einen Teil seiner Kraft gesehen. Aber ich habe gesehen, dass seine Kraft nicht zu verachten ist. Ja, wir müssen aufpassen. Ah, da hast du recht. Nimm oder gib. Mit dir an unserer Seite sind wir stärker als je zuvor. Jetzt sind wir besser vorbereitet als beim letzten Mal. Danke, Rabbit. Wir sollten unser Ziel zu unserem Vorteil nutzen. Oh. Was war das jetzt? Alles wackelt? Ja? Zeigt euch, ihr Maden. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Goku Black ist da. Er hat unser Ki gespürt. Scheiße. Also hat er seit dem letzten Kampf ein paar neue Tricks gelernt. Wenn ihr nicht rauskommt, mache ich euch alles hier dem Erdboden gleich. Wir haben keine Wahl. Wir müssen es jetzt bewegen. Wir müssen uns jetzt bewegen. Ah, endlich zeigt ihr euer Gesicht, Sterbliche. Und die Cyborgs sind auch auf eurer Seite. Da ist er. Yeah, er ist wieder da. Heute werde ich diese Welt endlich von euch und euresgleichen säubern. Wir spielen heute Purge. Das wollen wir mal sehen. Wir haben noch einen Helden in unserer Reihen. Dieses Mal werden wir dich besiegen. Wie armselig. Ich zeige euch, wie sinnlos eure Aktionen sind. Okay, ich würde sagen, Goku Black gucken wir uns auch an, Leute, ne? Goku Black Kampf müssen wir wissen, wie stark er nun geworden ist. Ich denke aber, dass die nachfolgenden Kämpfe ziemlich uninteressant sein werden. Und die überspringen wir dann, ne? Aber erstmal müssen wir jetzt mal gucken, wie stark ist Goku Black eigentlich geworden, ne? Das ist die große Frage. Ist er echt stärker geworden oder sagt er es einfach nur so? Das gilt es nun rauszufinden. Laden, laden, laden. Ach komm, diese Ladebildschirme. So, los geht's. Goku Black muss vernichtet werden. 28.000 Leben, das ist doch. Pff. Also bitte. Was will er denn mit 28.000 Leben? Wir hatten gerade einen Bossgegner mit 50.000 Leben. Also 28.000 jucken uns gerade nicht. Der hat sicher irgendeine böse, böse Fähigkeit. Das kann ich gut vorstellen, ne? Wir bleiben weiterhin, solange es funktioniert, bei der Cell-Taktik. Mal gucken, was Goku Black jetzt so parat hat. Bei 28.000 Leben. Er hat mehr Damage. Er greift mehrmals an. Also mindestens zweimal. Wir gucken mal, was er so drauf hat. Er hat die Super-Attacke ready. Oh nein. Und das. Oh. Er erhöht das Balken-Tempo schon wieder. Boah, da kriege ich die Krise. Ja, kein Superangriff. Sehr schön. Das sind 1000 Damage. Eieiei. Aber dieses Balken-Tempo erhöhen, das geht einem mit der Zeit halt wirklich am Sack, muss ich ehrlich sagen. Ich drücke einfach, ist scheißegal, wir kriegen sowieso nur 1000 Damage. Macht keinen Unterschied. Okay, er greift nur zweimal an. Sehr schön. Unser Zitter-Cell ist dran. Wird jetzt ein bisschen Damage machen, wenn ich treffe mit dem AE-Tempo. Und dann werden wir versuchen,
es jetzt nur mit den Daishin kann, um sie gleich zu lösen, wollte ich sagen. Immerhin 1200 Schaden. Ja, ich denke, wir sollten das Kampfmodul auch nutzen zur Sicherheit. Sicher ist sicher, Leute. Sicher ist sicher. Denn das Problem ist, wie gesagt, ich muss ja diesen blöden Balken treffen. Und wenn ich ihn nicht treffe, brauchen wir den extra Damage auf jeden Fall. So. Ja, Platz vor Kampfgeist. Riesenmodus brauchen wir nicht. All in. Und ich hoffe, das reicht nun. Oh, ich hoffe, wir sind auch schneller als er. Er ist jetzt in die vorderste Reihe getreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass er schneller ist als wir. Ne? Also mehr Kampfkraft jetzt hat. Und damit zuerst angreift. Nö, doch nicht. Ich dachte jetzt, weil er in der ersten Reihe steht, hat er sich so ein bisschen einen Boost gegeben. Aber nö. Trotz dessen müssen wir jetzt den A-Knopf treffen. Er erhöht ihn, ja, wissen wir. Danke für die Information. Ah! Das ist echt schwierig. Der hat eine hohe Abwehr, Leute. Der hat eine echt hohe Abwehr. Nein, Katze, jetzt nicht. Nein, ich hab schon verkackt. Oh, Mann. Oh, er hat noch ein Leben. Sehr schön. Okay, Katze ist auf mir. Okay, ich hab's verstanden. Das heißt, jetzt ist er tot. Ich muss nicht mal was drücken mehr eigentlich, weil er kann sich nicht verteidigen. Er ist einfach im Arsch. Ah, wunderschön. Nein, wir müssen uns den Sturm... Wisst ihr, das verstehe ich im Spiel auch nicht so recht, ne? Der Gegner ist auf null Leben. Warum müssen wir uns diese Animation jetzt hier überhaupt noch ansehen? Und warum müssen wir sie noch spielen, ne? Weil eigentlich ist er ja schon down. Es könnte ja schon enden. Das habe ich noch nicht verstanden im Spiel, ganz ehrlich. Warum müssen wir jetzt diese Animation sehen? Beim ersten Mal verstehe ich es ja, aber beim häufigeren Male? Ich weiß ja nicht so recht, ne? Er ist ja eh schon down gewesen. Der arme Goku Black. Wir haben ihn einfach rasiert, Leute. Wir haben ihn einfach wegrasiert. Also, wir wissen es nun. Er hat nur die große Klappe. Er ist überhaupt nicht stärker. Schade. Schade eigentlich, Leute. Bisher konnte sich noch kein Team unserem Meta-Team in den Weg stellen. Einfach alle chancenlos. Hoffentlich ein Goldticket von Goku Black, bitte. Komm, komm. Komm. Und... Ah, immerhin drei normale. Und ein Janemba rechts oben. Auch schön. Ein Janemba-Line nimmt man auch gerne mit. Also eine unnötige normale Ausrüstung. Brauchen wir nicht, das Modul. Ein bisschen EP. Auch bald Level 30. Das zieht sich. Das Leveln zieht sich halt. Ne? Das Leveln zieht sich, Leute. Das kann ich euch versprechen. Also auf der letzten Stufe... Oh. Woher nimmst du nur diese Stärke? Super, diesmal schaffen wir es tatsächlich. Ja, so. Bald kann ich den Trunks dieser Welt rächen. Okay, er lebt also noch. Goku Black ist noch nicht besiegt. Meiner Meinung nach heißt das, er wird sich sicher hundertprozentig noch in den Super Saiyan Rose verwandeln. Das kann ich mir nämlich gut vorstellen, Leute. Kibito ist verschwunden. Okay, wir können uns auch mal die Map ansehen, by the way. Mit dem Y-Knöpfchen. Sieht man hier, ja, dieser Weg führt hier hoch, bla bla bla. Oh Gott, das ist ein langer Weg. Dann trennt er sich hier wieder rüber. Oh Gott, es steht schon, ne? Das ist ein langer Weg, ne? Das ist ein langer Weg. Und das nächste hier scheint ein normales Kämpfchen zu sein. Story ist es nicht. Wir gucken mal rein, sonst lese ich euch nur den Anfang vor. Und ja, nun, bin mal gespannt. Ich gucke einfach mal kurz rein und dann, ja, schneide ich den Kampf raus, wie gesagt, wenn, nachdem wir gesprochen haben, genau das nämlich. Unmöglich. Das können Menschen also vollbringen, wenn sie zusammenarbeiten. Du hast verloren, Goku Black. Dieser Schmerz. Wie? Hast du noch etwas zu sagen? Ja, dieser Schmerz wird mich stärker. Dieser Typ macht mir langsam wirklich Angst. Ja, er ist ein Saiyajin, also in einem Saiyajin-Körper. Er wird bei schweren Verletzungen und bei Tod immer stärker. Gut gemacht, Sterbliche, so viel Macht zu erlangen. Lasst mich euch zum Dank etwas ganz Besonderes zeigen. Ha! Ist er jetzt im Rose? Ist er jetzt im... Er ist im Rose.
Oh mein Gott. Super Saiyajin Rose. Ey, ich feier das so hart. Was zur Hölle hat er gerade gemacht? Er leuchtet pink. Was meint ihr? Diese Farbe? Ist diese Farbe nicht wunderschön? Müsste ich diese Form einen Namen geben, würde ich sie, Rose oder Rosé nennen. Super Saiyajin Rose? Scheint so, als ob sie Goku Black in dieser Welt auch verwandeln kann. Ich frage mich, wie stark er im Vergleich zu meiner Super Saiyajin Form ist. Stärker, stärker. Oh ja, jetzt will ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vergiss es, Kakarot. Ich werde diesen Helden Dingsbums benutzen, als erstes dort zu sein. Was auch passieren mag, du hast hier nichts zu melden. Endlich habe ich Son Gokus ganze Stärke erlangt. Jubelt, mickrige Sterbliche. Dank euch habe ich den Gipfel der Schönheit erreicht. Dieser Typ ist total verrückt. Wovon zur Hölle redet er da? Ah, Mann, Goku Black ist wirklich so selbstverliebt wie... Ja, manche Dinge ändern sich wohl nie, schätze ich. Eure Sterblichen fehlt der Intellekt, um die Bedeutung meiner göttlichen Worte zu erfassen. Mein Wille, meine Schönheit, meine eigene Existenz überragt alles andere. Hey Goku Black, mit wem redest du eigentlich? Ich will nur sicher gehen, dass du nicht vergessen hast, ne? Jetzt, da ich Rosé bin, brauche ich euch nicht länger. Was? Aber es war wohl Verschwendung, wenn diese Macht ganz ohne Beispiel bliebe. Nun gut, in wenigen Momenten, was? Vor eurer Vernichtung werde ich euch unterhalten. Der will uns auslöschen? Der will uns auslöschen, der Kleine? Okay Leute, diesen Kampf machen wir noch. Ich finde, diese Folge hat es verdient, dass eben kein Kampf rausgeschnitten wird. Warum nicht? Weil das halt, ne, zuerst Super C13, dann Goku Black und jetzt Super Saiyajin Bros. Das müssen wir uns angucken, Leute. Hilft ja nix, ne? Hilft ja nix. Und dann mit diesem super schönen Super Saiyajin Rose Kampf werden wir auch die Folge beenden. Aber mal gucken, ob wir gewinnen, ne? Das ist ja nicht so selbstverständlich. Oh, ist ja cool. Ich mag Super Saiyajin Rose. Oder Rosé. Wie ich immer nennen will. Was haltet ihr eigentlich von Super Saiyajin Rose oder Super Saiyajin Rosé? Haut's gerne mal in die Kommentare. Bin ich auch gespannt. Wie findet ihr eigentlich die Verwandlung von Goku Black? Oder wie er hier heißt, Goku Schwarz. Den deutschen Übersetzer von diesem Spiel würde ich übrigens gerne in den Arsch treten. Man übersetzt Goku Black nicht mit Goku Schwarz. Das macht man nicht, Alter. Das ist, ne, das ist gegen die Menschenrechte. Das ist gegen die Menschenrechte. Oh, er hat einen Superangriff. Ich würde aber echt gern sehen, wie der aussieht, der Superangriff, ne? Ich lass mich mal treffen. Ich will sehen, wie sein Superangriff aussieht. Schwarze Superkamehameha. Nice, nice. Ja, das ist cool. Das ist cool, Leute. Das schwarze Superkamehameha. Ah, ist geil. Ist geil. Aber wie gesagt, er nervt ja trotzdem weiterhin mit seinem Knöpfchen drücken da. Ah. Jetzt sehen wir leider nochmal das schwarze Kamehameha. Aber er kann uns einfach nur 1000 Schaden zufügen. Es geht nicht mehr. Du kannst so viel rumballern, wie du willst, Goku Black. Es bringt nichts. Du kannst Xeno Cell nicht besiegen. Das finde ich mega geil. So, erst ein bisschen Damage andeuten. Ja, yeah, getroffen. Bisschen Damage. Mit Verfolgung? Ja, mit Verfolgung. Wir brauchen jeden Damage, den wir kriegen können. Weil ich halt nicht jedes Knöpfchen treffe. Oh, fast 3000. Ist schon mal geil. Kampfmodul müssen wir leider auch benutzen. Leute, ich kann es nicht ändern. Wir müssen ihn schwächen. Ich kann aber einfach nicht, Leute. Ich kann nicht einen Super Saiyajin Rose Kampf rausschneiden. Das ist einfach zu geil. Den mal zu sehen. Wie seine Fähigkeiten aussehen. Wie er im Kampf aussieht und so weiter. Das ist einfach zu cool, Leute. So, er platzt vor Kampfgeist. Wir gehen nicht in den Spinnenmodus. Gehen all in und beten. Daishinkan, ich bitte. Danke. So. Er zielt natürlich wieder auf ihn. Und geben unser Bestes nun.
Komm. Gib uns den Blue. Wenn ich mal mit dem Blue treffen würde, wäre das echt viel Damage. Aber ich treffe halt leider nie, weil sich das, der Balken so schnell bewegt. Ah, nee. Beim Blue irgendwie noch schneller als bei den anderen. Ah, scheiße. Das wäre guter Damage gewesen. Nein! Oh. Also wieder noch ein Leben. Und jetzt kommt schon wieder das Ding, was ich halt nicht verstehe, ne? Er müsste jetzt down sein. Warum sehen wir jetzt noch die ganzen Animationen? Ich kann sogar den Controller weglegen eigentlich. Aber ja, leider. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht, diesen Sturmmodus hier zu verkacken. Denn ich weiß nicht, was passiert, wenn man den Sturmmodus verkackt. Ich will jetzt nicht riskieren, dass er dann plötzlich nicht angreift oder so, ne? Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn er dann plötzlich einfach nicht angreift. Aber jetzt sehen wir immerhin noch einmal zum Abschluss dieses Kampfes die mega geile Fähigkeit von unserem bösen Evil Saiyajin Gamba. So viel zu deinem Rosé, ne? Das war mal nix, Goku Black. Das war mal gar nix. Tut mir echt sorry. Ein bisschen. Ich mag ihn halt. Ein bisschen tut es mir schon sorry, ne? Vielleicht gibt es auch noch ein paar schöne Tickets. Man weiß ja nie. Gold-Ticket. Komm. Oh. Nee. Ein blaues Ticket. Das tut weh, Leute. Ganz ehrlich, das tut weh. Das hauen wir wieder weg. Tschüss. Ah, kein Level-Up, so knapp. So knapp kein Level-Up. Das reimt sich sogar. So, was hast du jetzt zu sagen, Super Saiyan Rose? Abschließende Worte? Gut. Genau das brauche ich, um noch größere Höhen zu erreichen. Der spielt noch immer mit uns. Mann, je mehr wir austeilen, umso stärker wird er. Das ist ein Problem, ne? Wenn man darüber nachdenkt, stimmt, und es ist ein Problem. Eigentlich füttern wir ihn sozusagen, wir trainieren ihn in dem Körper von Son Goku. Und eigentlich sollten wir das irgendwie nicht unterstützen, ne? Auf jeden Fall, Leute, das war eine geile Folge. Zuerst der Boss aus dem letzten Kapitel, Super C13, ausgelöscht. Dann Goku Black, ausgelöscht. Und Super Saiyan Rose, auch besiegt. Aber mal gucken, ob wir zum Abschluss Super Saiyan Rose überhaupt besiegen können oder ob wir dann scheitern. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, Leute, wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr. Gerne, wie gesagt, eure Meinung mal zu Goku Black in die Kommentare. Nein! Beziehungsweise Super Saiyajin Rose. Leute, viel Spaß, haut rein und ciao.